Von den Glindo-Alpen bis zum Amazonas der Mark führt die neue Genießertour im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Auf der Route zwischen Glindosee und Havel locken kulinarische Angebote und Sehenswertes. Vorgestellt wurde die Tour in einer echten mongolischen Jurte auf der Alpaka-Erlebnisfarm Wilhelminenhof in Deetz. Wir machen den Kopf voll mit viel Input, also viel geistigem Input. Wir machen den Bauch voll mit leckerer Küche. Wir haben gute Brandenburger Küche. Und wir machen natürlich den Kofferraum voll mit unseren Direktvermarktern. Und dann können die Gäste wirklich nach Hause fahren. Und was passiert, wenn sie dann wieder am nächsten Tag ins Büro gehen? Da fragt der Kollege, na, wo warst du denn? Na, und dann können sie die Touren mitnehmen, weitergeben und schon kommen die nächsten. Empfehlungsmarketing funktioniert. Die Genießertouren wurden gemeinsam von Gastronomen aus der Nuthe-Nieblitz-Region entwickelt. Mittlerweile gibt es 10 Touren, davon auch welche in Teltow-Fläming. Natur, Kultur, Handwerk, Kunst und eben Gastronomie werden geboten. 2016 wurde das Projekt mit dem Pro-Agro-Marketing-Preis ausgezeichnet. Und das haben wir in einer Genießertour zusammengefasst, wo der Gast einfach ins Gasthaus kommt. Wann fragt er, wo ist der Kirchturm? Immer dann, wenn der Kellner keine Zeit hat. Und somit sagen wir dann natürlich, geben wir ihm eine Tour und sagen so, hier kannst du schauen, da hast du den im Umfeld die Partner, kannst du mal googeln, jeder hat ein Smartphone in der Tasche, ist da offen, ist da zu, was interessiert mich? Und dann geht er auf seine persönliche Tour. Radfahren, wandern, genießen und natürlich auch Rast machen. Die Genießertour soll den Gästen als Wegweiser dienen, um regionale Besonderheiten kennenzulernen und zu erkunden. Wir haben hier so viel zu bieten. Und wenn wir das eben mit den kleinen Geheimtipps, den Highlights der Region abbilden können, eben mit Machern vor der Region, ist das wunderbar. Und das Gute ist, das Ding passt einfach in die Hosentasche oder vorne am Fahrrad drauf. Man kann sich natürlich auch online bedienen und es soll einfach einen Nutzen bringen für die Gäste, die Dinge dann entdecken. Die Angebote können natürlich auch mit dem Auto erkundet werden. Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig als Schirmherr der Genießertour bevorzugt jedoch das Rad. Ich bin immer froh, wenn neue Partner sich zusammentun und sagen, hey, mit allen Sinnen genießen. Dazu gehört Kultur, dazu gehört Landschaft, dazu gehört museale Landschaft, da gehören Erzeuger, gastronomische Betriebe. All das zeigt, wie interessant und vielschichtig der Landkreis ist und hilft auch den Unternehmen, die in diesem Netzwerk mittun, Gäste zu akquirieren, neue Kunden zu erschließen. Also diese Genießertour sind eine Erfolgsstory. Also aufs Rad und ab zum Amazonas der Mark. Der Vergleich kommt übrigens nicht von ungefähr. Bis 1958 wurden in Deetz Ziegel hergestellt. Ein nachgebauter Backofen im Ortszentrum erinnert noch daran. Durch den Abbau des Tons entstanden Löcher, die den Deetzer Wald tatsächlich an den südamerikanischen Fluss erinnern lassen. Halt so eine Wildnis, so eine Fauna, die halt dem Amazonas sehr, sehr ähnlich sieht. Ja, und diese Tongruben, die wären fast vollständig zugekippt worden mit Berliner Bauschutt, wenn sich damals nicht die Zerangler dafür stark gemacht hätten. Und wir sind froh, dass wir diesen Bereich hier heute haben. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Hier führt der Europaradweg durch und diese Riesenwasserfläche ist halt, wird von Anglern sehr, sehr gerne genutzt, aber eben auch von Paddelboot. Von Touristen, von Radfahrern, von Wanderern, die hier durchfahren, durchlaufen, ihre Wochenenden hier genießen. Und nochmal zurück auf den Wilhelminenhof. Auch die Alpaka-Erlebnisfarm von Ulrike Winter ist ein Ausflugsziel auf der Genießertour. Was kann der Gast in dem Zeitraum, wo er hier zum Beispiel bei uns in der Region ist, was kann er unternehmen? Was braucht er? Was tut ihm gut? Und dafür möchte ich auch ein wesentlicher Bestandteil sein, zu sagen, ja, wir machen mal eine Alpaka-Wanderung. Oder ich habe mich auch dazu bereit erklärt, diese Koordination zwischen den Punkten auch anzubieten, dass man Ansprechpartner hat und sich nicht hier allein gelassen fühlt. 13 Alpakas, 5 Guanacos, die Wildform der Alpakas, 2 Mini-Pferde und viel Grün bieten ein ganz besonderes Naturerlebnis. Zur Ruhe kommen und Zeit für Gespräche finden, aber auch Hofführungen und Wanderungen sind möglich.
Ich biete heutzutage tiergestützte Aktivitäten an mit Menschen, die den Freizeitbereich halt auch sich verschönern möchten. Wir bieten Kindergeburtstage an, Seniorengruppen, die sich sehr, sehr wohl hier fühlen unter den Kirschbäumen, weil es alles Erlebtes, Geschichte ist, weil keiner mehr wahrhaben möchte, wie habe ich damals das Obst geerntet und wie habe ich es gepflegt, und dass wir dort in die Historie gehen.